So, Molotovs zur Ablenkung. Ach, guck mal, hier steht sogar ein Recurve-Bogen. Der, den wir ja sonst gekauft haben, würden wir jetzt sogar umsonst kriegen. Aber ich habe ja schon längst den. So, nächster. Ich bin hier so richtig in Mission Ninja unterwegs. Weggesniped. Das war ein richtig schöner Quickscope. Und das Lustige ist, ich glaube, das war sogar Yumas Stellvertreter. Ich glaube, ich habe sogar gerade zufällig den richtigen gekillt. Lustige Sache eigentlich. Ich gehe den auch gleich plündern. Ich möchte mich noch eben ein bisschen umschauen. Den hier würde ich nämlich gerne noch messern. Wow, 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 wow. Oh mein Gott, und ich habe es richtig schön verkackt. Ich hab's richtig schön verkackt, bis hierhin so richtig perfekt gemacht. Und dann dachte ich so, ja gut, jetzt haben wir den ja, sind fast alle tot, kill ich noch eben die restlichen beiden und dann sind natürlich hinter mir und vor mir noch welche. Und ich hab's komplett verkackt, es lief so perfekt. Ah, Gott. Ärgerlich sowas. Aber der Part kriegt dann halt noch mehr Überlänge. Ich will die Mission zu Ende bringen, weil ich würde gerne nach dem Part hier für eine Woche Pause machen mit dem Aufnehmen. Und wenn ich natürlich jetzt hier mittendrin bin, ist das blöd, deswegen... Notfalls machen wir halt auch mal eine halbe Stunde ein Part, ja? Ist selten, aber muss halt ab und zu mal sein. Ich kann ja auch noch die ganzen Ladebildschirme rausschneiden, dann haben wir wieder 2 Minuten mehr, also alles locker flockig. Und ich muss auch nur noch mal hier den oberen Teil machen. Insofern, ja. Gut, ist blöd gelaufen, aber... Ach, guck mal, der holt direkt... Ach so, der holt direkt Unterstützung dann. Sobald wir den geschossen haben... Holt der Verstärkung. Das ist natürlich auch interessant. So, den haben wir aber. Der ist zu uns gelaufen und halt dann gestorben. Ansonsten kommt dann wieder der Heli. Aber hier ist jetzt keiner. Gut, wir gehen weiter. Wir hatten ja auch Yumas Stellvertreter schon. Und wenn der Heli uns sieht, das macht eigentlich nicht wirklich was, weil der macht nichts, der Heli. Der tut nichts, also... So, ich kann auch jetzt weiter hier... ...in das Haus rein, auch hier ist niemand. Da ist einer... Headshot, mein Lieber, Headshot. Ich hab das Gefühl, die sind alle da unten. Irgendwie sehe ich da hinten nur hunderte rote Punkte, aber es stirbt noch keiner. Zum Beispiel ist ja ein roter Punkt direkt entweder über mir oder unter mir. Rote Punkte gibt es hier jedenfalls in Massen, aber ich sehe noch nicht wo. Ich glaube tatsächlich, der ist über uns. Oder eben genau unter uns. Aber wo sind die ganzen roten Punkte? Ach, guck mal, da oben sind zum Beispiel 2. So, und wenn wir einen ausschalten, dann macht der Rest der Basis natürlich Terror. Laufen dann von A nach B. Aber den Kollegen, den schalte ich aus. Und jetzt muss ich weg. Ich will nämlich nicht wieder sterben gehen, das war eben so ein bisschen blöd. Selbst wenn ich den Messer, dann werde ich entdeckt. Ich kann die gerne alle ausschalten, so ist nicht. Kommt nur her. Ich hab noch genug Kugeln für alle. Glaubt mir das mal. Headshot. Headshot. So, jetzt muss ich wieder aufpassen. Ich habe nämlich schon wieder keine Heal-Dinger und
Das bringt ja nur eins. Aber wir haben den Stellvertreter schon entdeckt. Müssen ihn also nur noch ausschalten. Da hinten ist auch noch irgendwie einer. So, jetzt habe ich den im Arm getroffen. Weißt du was? Kollege, wir machen das mal so. Hier, wir spielen mal heiße Kartoffel oder wie das heißt. Du bringst es zu Ende? Du bist der, den ich haben will. Es wäre also unklug von dir, hier hinzukommen. Denn dann habe ich dich. Eine der Leichen hatte einen Schlüssel dabei. Hier gehen die Orden aus. Ruf an, dass der Kommandant tot ist. So, der ist es auch noch nicht. Wir sollen das Tor erreichen. Doch, das war er. Aber ich muss weiter. Wow, hey, wie kann er mich denn durch die Tür noch schlagen? Oh mein Gott, das war knapp. Das war knapp. So, wir sind immer noch am Leben. Und es ist echt kritisch hier. Ohne Medizin. Es wird schwer, hier noch zurechtzukommen. So, Headshot mal lieber. Da vorne ist das Tor und da muss ich durch. Wir müssen mal sehen, wie wir da hinkommen. Denn hier sind noch mehr als genug Gegner. Oh, guck mal, was wir da hinten Nettes haben. Ich habe was entdeckt, Jungs. Mit dem ich euch sicherlich gut beschäftigen kann. Oh ja, glaubt mir mal, das wird lustig. Pass auf, Jungs. Extra für euch. Import und so. Feuer! Feuer in die Owl! Buzz! Jungs, ich hab noch mehr. Pass auf. Wenn ihr noch nicht dran glauben wollt, dann habe ich noch mehr. Irgendwie wollen die nicht sterben. Ich weiß auch nicht warum. Tja, es scheint hier irgendwie gar nicht zu jucken. Na gut, dann sind ja anscheinend schon alle tot. Oder aber wir machen einfach nicht genug Feuer hier. Naja, da hinten wurde jedenfalls alles zerbombt. Ist mir ein Rätsel, wie der da hinten noch leben kann. Aber alles andere zwischen hier und Brasilien sollte jetzt zerbombt sein. Ich gehe also weiter. Und zum Tor. Wundert mich tatsächlich, dass die es überlebt haben. Ich habe doch da ziemlich fett gebombt. Warum auch immer, der will echt nicht sterben, ne? Sei es mit dem Gewehr oder sei es eben mit dem Mörser. Aber der will nicht sterben. Aber, you know, alle Männer müssen sterben. Vala Morghulis. So, ich heile mich nochmal eben. Und dann können wir jetzt hier zum Tor gehen. Ich hau ab. So. Ich weiß noch nicht so ganz, was das mit dem Sound hier auf sich hat. Irgendwas ist da seltsam. Finde einen Weg durch die Höhle. Aber es ist auch nur die Musik, ne? Ganz mysteriös. Ganz mysteriös. Sie haben es auf mich abgesehen. Ich mach mich mal rar. Was? Warten Sie. Wie soll ich denn hier wieder rauskommen? Werd nicht dran, sich Butterblümchen. Ich komme, wenn du fertig bist. Oh! Okay, das mit dem Weg durch die Höhle wird wohl noch ein bisschen dauern. Denn tatsächlich sind hier ziemlich viele Gegner. So, Headshot. Wisst ihr, Jungs, ich habe noch mehr davon. Von der Armbrust. Da gibt's noch mehr Schuss. So, wie für dich, Headshot. Und du da oben willst auch noch? Ich habe auch für dich da oben was. Zack. Was ist mit dir, du auch? Dickerchen, hä? Auch dicke Jungs wollen ein bisschen Armbrust haben. Können wir einrichten. Können wir alles einrichten, glaub mir.
So, auch der Dicke wollte die Armbrust ab. Was ist denn mit dem anderen Dicken? Will der auch die Armbrust ab? Ja, der wollte auch die Armbrust haben. Sonst noch jemand? Oder habt ihr alle schon genug? Den Dicken habe ich auf jeden Fall ziemlich durchsiebt. Aber diese Repetierarmbrust ist sogar gegen die Fetten ziemlich effektiv. 3-4 Schuss und diesen Geschichte. Und das war noch ein Dicker. Und auch der. Gar kein Problem. Für die Repetierarmbrust. Und das Gute ist halt, dass ich die Bolzen sogar wieder einsammeln kann. Da kriege ich also nicht so schnell die Munitionsprobleme, wie es eigentlich der Fall wäre. Und der ist auch tot. So, hier haben wir noch ein Lebenspaket. Und den hier kann ich auch eben plündern. Aber wir kriegen so viele Bolzen zurück. Ich habe da gar kein Problem. Oh, der hatte sogar einen Flammenwerfer dabei. Nicht schlecht. Ziemlich gewagt hier in der Höhle, finde ich. Ziemlich gewagt. Da haben wir noch eine Kiste. Also wahrscheinlich wird es dann ja so sein, dass ich zwei Parts draus gemacht habe. Also wenn ich am Anfang des Parts hier ein bisschen gelabert habe von wegen, der Part muss lange werden und so, dann wundert euch nicht. Ich mache jetzt doch zwei draus wahrscheinlich. Und dementsprechend kam das jetzt ein bisschen komisch rüber. Aber ja. Eigentlich dachte ich, ich könnte das alles im letzten Part noch abhandeln, aber die Mission ist doch ziemlich lang, wie wir sehen. Und deswegen geht das eben noch ein bisschen weiter hier. Dich habe ich gesucht, meine liebe Kiste. Also das Visier gefällt mir jedenfalls schon mal besser als das, als dieses komische Sniper-Visier da drauf, weil es einfach hässlich aussah. Effektiv mag es ja gewesen sein, aber das sieht einfach besser aus, das hier. Was ist das denn für eine unendlich lange Höhle? Oh, hier sitzt einer. Weißt du, wenn sie einen freaken wollten, dann wird der plötzlich wieder aufstehen. Aber der sieht ziemlich tot aus. Weil alle Leute sich den bestimmt angucken und plötzlich müsste er dich so anspringen, dann würde man den Schock seines Lebens kriegen. Wenn ich solche Spiele machen würde, ich würde es so machen. So. Ah, da sitzt noch so einer. Die haben ja also gebetet oder sowas und da sitzt noch einer und sind dann hier in der Höhle gestorben. Cool Story, Bro. So, hier haben wir einen Checkpoint bekommen und wir laufen weiter zu Willis. Finde und töte Yumas Stellvertreter. Ja, ich habe ja schon ungefähr 3 oder so getötet, aber nie war es Yumas Stellvertreter. Die Mission jedenfalls ist sehr lang. Und, das Einzige, was mich so ein bisschen stört, weil die Mission gefällt mir richtig gut bisher, ist, dass die Musik so abgefuckt ist. Ich würde sie ja auch ausmachen, aber irgendwie gehört die Musik ja auch zur Stimmung. So, wie wäre es, wenn ich erst den da hinten ausschalte und dann die da vorne? Weil dann schöpfen die vorne keinen Verdacht, wenn erst der hinter denen stirbt. Genauso wie ich jetzt erst den ausschalte. Und dann seinen Kollegen. So, 3 Schuss, 3 Treffer, 3 Headshots, 3 Kills. Wie, du wirfst eine Granate? Wohin denn? Woher weiß der denn? Guck mal, keiner hat mich entdeckt. Und trotzdem schmeißt er eine Granate zielsicher auf mich. Glaube es, die Spinnen. Okay, jetzt ist der dahinter. Den kann ich also nicht mehr treffen. Den da hinten kann ich aber noch treffen. Leider war es das schon mit dem Zoom, aber das reicht auch. Auch so treffe ich den Kopf. Da bin ich treffsicher genug. Okay, da kommt noch einer. Und er hat einen sitzen. Was mit seinem Kollegen? Der ist sich noch nicht so ganz sicher. Kommt er jetzt hoch oder nicht? Er weiß es noch nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Na komm schon. Jungs, muss ich euch einheizen? Hier. Bitteschön, können wir gerne machen. Wenn ihr nicht schneller kommt, dann heiz ich euch ein bisschen ein. So, der auch noch. Oh, da hat sich gerade einer rübergeschwungen. Respekt, sah ziemlich cool aus, muss ich zugeben.
Ja, Junge, guck raus. Trau dich. Guck mal. Passiert nichts. Ich schieße auch nicht. Versprochen. Ah, tut mir leid. Versprochen ist versprochen und wird sofort gebrochen. So, da unten schießt einer auf uns. Ich glaube, der hat ein bisschen Angst, dass wir ihn gleich umbatzen. Deswegen schießt er wie so ein Irrer. Ist das dein Kopf? Ich glaube, das war sein Kopf. So, das war nicht sein Kopf, aber das war auf jeden Fall sein Leben. Wo geht's weiter? Wir müssen auf die andere Seite rüber. Deswegen muss ich mal schauen. Jetzt sind hier, glaube ich, alle tot. Wir können uns also frei bewegen. Hier ist zum Beispiel noch eine Munitionskiste und das ist super. Ohne Schutzweste und Leben. Ja, genial. Alles wieder voll. Wunderbar. So, wo komme ich denn mal rüber? Wenn ich hier lang gehe, oder? Die haben ja wirklich mega viel designt hier. Echt nicht schlecht. Ist richtig groß, das Gebiet. So, der hat einen Headshot sitzen. Und der Kollege hat auch einen Headshot sitzen. Und damit kriegen wir schon wieder einen Fähigkeitenpunkt. Dadurch, dass ich hier so am Headhunten bin, kriege ich richtig viel EP die ganze Zeit. Ich finde aber, ich mache das echt gar nicht so schlecht. Natürlich treffe ich auch manchmal nicht, aber so im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden mit meinen Schusskünsten. So, hier oben haben wir nochmal Munition. Brauchen wir gar nicht so viel, wie wir haben. Jedenfalls ist irgendwo hier noch eine Kiste. Ist mir aber auch jetzt egal wo. Denn ich möchte hier weitergehen. Also, überall Leichen. Haben wir alle ausgeschaltet. Eliminiere Yumas Stellvertreter und seine Wachen. Schon wieder, ja. Wir hatten schon dreimal das Vergnügen, ihn gefühlt auszuschalten. Da oben, das soll er sein. Na gut, wir werden sehen. Wir können uns den ja direkt mal schnappen. Headshots, 250. So, und wen soll ich jetzt noch ausschalten? Den Rest, seine Wachen. Wenn die sich mir zeigen würden, gerne. Da ist auch einer. Hey, Kollege. Hey, wo läufst du hin? Zu mir? Das ist aber lieb. Hier, kannst du haben. Verbrenn dich nicht. Ist heiß. So, wen haben wir denn noch? Wer möchte denn noch mit uns spielen? Wer von euch möchte denn noch mit mir spielen? Ich frag nicht nochmal, Jungs. Zeigt euch jetzt oder ruht für immer. Naja, du musst mich schon suchen, wenn du mich haben willst. Der letzte Spaß, den er je jagen musste. Ja, gut. Ich habe auch schon mal nettere Komplimente bekommen, aber... macht nichts. Die Jungs sind auf jeden Fall beide auf der falschen Fährte. So viel ist gesagt. Ihn wird mich umbringen. Hey, Jungs! Ich sag's ja nur ungern, aber ihr seid tot. Zumindest du hier. Und du auf jeden Fall auch. So, waren das alle? War auf jeden Fall nicht schlecht, hä? Eine Sekunde. Und wir kriegen einen Checkpoint. Hast du ihn? Ja, ich hab ihn. Gut. Ich komm rüber und hol dich ab, wenn ich mit dem Frühstück fertig bin. Du glaubst gar nicht, wie schwer es ist, in dieser Gegend Speck zu finden. Hol es out. Willis kommt, wenn er fertig ist mit Frühstück. Du mich auch, Arschloch. Ich habe ja gerade nur ungefähr 50, 60 Typen killen müssen, nur um dir den blöden Stellvertreter von Yuma zu besorgen. Aber eine geile Mission, sehr geil. Vor allem, weil sie gut was designt haben, da oben in den Bergen. Sehr schön gemacht und ich liebe ja sowieso so Missionen, wo ich mit dem Scharfschützengewehr vorangehen kann. Einen nach dem anderen ausschalten und so. Ja. Hat doch mehr oder weniger gut geklappt alles. Und wir haben für Willis die nächste Mission gemacht. Hat ja ganz schön lange gedauert alles. Aber ich hoffe mal, dass wir dafür ein bisschen Infos kriegen über unseren Papa jetzt. Ja? Wir haben ihm ja geholfen, also mal sehen. Wir hätten es uns verdient. Und da muss ich jetzt aber auch gleich wirklich mal einen Cut machen. Ich wollte eigentlich einen Part aufnehmen, 20 Minuten. Und habe jetzt blöderweise schon wieder, ja, 41 Minuten, also schon wieder zwei Parts voll.
Aber so ist das halt. Und gleich gehe ich noch ein bisschen The Crew aufnehmen und dann geht's ins Bett. Es ist nämlich schon 10 Uhr abends. Und ich darf mir diesen wunderschönen Ladebildschirm geben hier. Man hat ja sonst nichts zu tun im Leben. Ja, das ist immer, das lädt immer ziemlich lange, wenn wir zum Beispiel im Himalaya waren oder in Shangri-La und dann halt... Ach so, er hat uns aus dem Flugzeug geschmissen. Ja, danke auch. Butterblümchen. Sobald ich noch eine Spur zu Yuma finde, melde ich mich. Okay, also wir sind jetzt an Yuma dran. Von der hatten wir vorher noch so gut wie gar nichts gehört. Die hat aber auch irgendwo eine Festung, Yuma. Und zwar da, direkt neben unserem Elternhaus quasi. Tja, und von der haben wir vorher noch nichts gehört so richtig. Aber jetzt mit ihm, mit Willis, sind wir da dran. Wir haben jetzt zumindest schon mal den Stellvertreter und so, dies, das. Hier hinten habe ich auch schon alles freigedeckt. Sonst würde ich jetzt sagen, wir nutzen gerade mal die Wingsuit und die Höhe, dass wir irgendwo hinkommen. Aber eigentlich gibt es hier nichts mehr, was wir holen können. Wir müssten jetzt tatsächlich mal in andere Gefilde, nämlich nach da oben, so Richtung Yuma, da vielleicht mal den Turm holen oder da und dann hier die Sachen. Ja, und ansonsten sage ich jetzt aber erst einmal, ne, ihr wisst Bescheid, euch einen schönen Tag. Alles Gute, ich bin raus aus Far Cry 4, euer Walle. Bye, bye. Beziehungsweise, wisst ihr was, wir fliegen nach da unten. Willis hat das Tagebuch für dich im Flughafenunterschlupf hinterlegt. Oh, das ist aber lieb. Also wir fliegen schon mal da hinten hin. Da ist nämlich dann eine Mission später beim Goldenen Pfad von Sabal und Yamita wahrscheinlich wieder. Ich fliege schon mal hin, dann können wir das nämlich beim nächsten Mal direkt machen. Wenn ich dir einen Rat geben darf, AJ, wenn du mal was aufstechen musst, lass einen Profi ran. Egal, wie selten solche Profis in dieser Gegend auch sein mögen. Wusstest du, dass ich wegen deiner Mutter einer ganzen Klasse das Medizinstudium in Singapur bezahlt habe und sie kam nie zurück? Kannst du dir so viel Undankbarkeit vorstellen? Tja, Paul hat sich um ihre Familien hier in Kyrat gekümmert und ich ließ meinen Einfluss in Singapur spielen, spürte sie auf und fand für jeden von ihnen ein passendes Ende. So befriedigend das auch war, jetzt muss ich mir Sachen selbst aufstechen. Gary! Bring mir endlich die Gas und das verdammte Desinfektionsmittel! Ja, bis dahin, ne? Ich bin raus. Bye, bye.